ich leite bei uns das Engineering-Team und habe als Hintergrund in Informatik studiert, habe dann irgendwann in Neuseeland promoviert mit einem Schwerpunkt Mensch-Maschine-Interaktion und habe dann in der Forschung gearbeitet, bei den T-Labs zum Beispiel oder am Hasso-Plattner-Institut, Nokia Research, bin aber auch viel in der Industrie gewesen, also habe für verschiedene Firmen und Agenturen gearbeitet. Also wir sind hier bei der Firma IXDS. IXDS stand mal für Interaction Design Studios. Das ist aber unsere Geschichte, jetzt heißen wir eigentlich nur noch IXDS. Wir haben einen Standort hier in Berlin und einen in München. In Berlin haben wir die Ursprungsfirma, also hier sind wir auch am größten. Den Münchner Standort bauen wir gerade aus, der hat aber jetzt auch schon, ich glaube, ungefähr 20 Leute da unten. Wir sind eine strategische Service Design Agentur. Und ich glaube, der Begriff Service Design braucht ein bisschen Erklärung. Das heißt, wenn wir sagen, wir helfen Firmen oder Unternehmen, ihre zukünftigen Produkte oder Service zu entwickeln, dann heißt das, dass wir erstmal ganz losgelöst von Produkten oder von dem, was sie jetzt schon haben, schauen, was sind denn die Bedürfnisse bei den Menschen. Also wir fragen uns, was brauchen die Menschen in einer bestimmten Situation? Und von da ausgehend überlegen wir, wie können wir das adressieren und wie können wir das lösen. Dann zum Beispiel mit den Produkten, die der Kunde schon hat, mit einer nächsten Generation, aber auch vielleicht mit einem ganz anderen Serviceangebot. Und von da ausgehend fangen wir dann an, schrittweise, also zum Beispiel in Form von Prototyping, iterativ der Lösung näher zu kommen. Aber wir haben immer im Blick, eben, was ist denn dieses Service-System oder Service-Ecosystem, in dem wir jetzt eine neue Lösung platzieren wollen. Und das kann dann als Resultat ein Produkt haben. Und das Produkt kann natürlich dann auch eine technische Komponente haben oder eine gestalterische oder eine Formkomponente. Das sind auch die drei Bereiche, die wir hier von den Skills her abdecken. Also wir haben ein Engineering Department, wir haben ein Industrial Design Department und wir haben auch noch ein großes Design Department. Aber wir denken das Produkt immer eingebettet. Also das ist nie losgelöst, sondern wenn man mal guckt, wie man denn mit so zum Beispiel einer Waschmaschine oder einem Auto interagiert, man hat ja nicht nur diesen einen einzigen Punkt, wo man ihn nämlich kauft oder die Maschine kauft oder das Auto kauft, sondern man hat davor eine Phase, in der man sich informiert, dann kauft man das, dann nutzt man das, dann geht es vielleicht auch mal kaputt. Und all das sind die verschiedenen Schritte, die wir uns angucken und für die wir auch Lösungen suchen. Also wir haben im Groben drei verschiedene Kundentypen, die zu uns kommen. Die einen sagen, ich habe hier ein Produkt, sagen wir eine Waschmaschine, und was ist denn die nächste, wie soll denn die nächste Generation dieser Waschmaschine aussehen? Was ist der nächste Evolutionsschritt? Und dann gehen wir hin mit unserem Wissen, was wir schon haben aus diesem Bereich oder was wir vielleicht auch noch nicht haben und gucken, wie benutzt man denn so eine Waschmaschine heute? Und was funktioniert nicht gut? Und von da ausgehend versuchen wir zu gucken, was sollte denn, um diese Probleme, die es jetzt gibt, zu lösen, die Waschmaschine in Zukunft können. Das ist so ein Klassiker. Dann haben wir, das sind eigentlich die herausforderndsten und spannendsten Projekte, Kunden, die zu uns kommen, die sagen, ich habe hier eine technische Entwicklung, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Es ist großartig für bestimmte Dinge, hilft uns, Dinge zu entwickeln, wo zum Beispiel diese Technologie eine Komponente von ist. Oder hilft uns, einen Service zu entwickeln, da drumherum. Und dann denken wir erstmal ganz breit und offen und gucken, was sind die Stärken von dieser technologischen Lösung. Und dann gucken wir, zu welchem Benutzerbedürfnis passt es denn. Und von da aus gehen wir dann weiter. Mhm. Und die dritte Variante ist, dass wir zum Beispiel ein Startup haben, die haben eine Idee und sind vielleicht auch schon einen Schritt weiter. Die brauchen aber einfach Support in bestimmten Fähigkeiten. Die brauchen jemanden, der ihnen dabei hilft, ein Produkt zu gestalten, also die äußere Hülle zum Beispiel oder das Interface, da wo man zum Beispiel einen Screen hat, wie man mit dem interagiert, was da drauf erscheinen soll. Vielleicht brauchen sie auch Beratung, was denn das Businessmodell ist von dieser Lösung, die sie da haben, und wir können ihnen da helfen. Also da helfen wir punktuell normalerweise und helfen dir aber auch strategisch zu überlegen, wo soll es denn hingehen. Oh, das kommt drauf an. Also wir haben Projekte, die sind fast ausschließlich hardware-orientiert. Also da bauen wir wirklich, da sind 90% der Zeit in der Werkstatt.
Was natürlich immer auch heißt, man macht eine Recherche am Computer, man macht ein 3D-Modell am Computer, also das ist da schon noch mit drin. Dann haben wir Projekte, die sind ganz stark fokussiert auf Gespräche mit Benutzern. Da gehen wir dann zu den Leuten nach Hause zum Beispiel, sprechen mit denen für ein Interviews, gucken uns an, wie benutzen die zum Beispiel bestimmte Dinge. Oder wir gehen raus und gucken, was ist denn so ein Bahnhof, wie funktioniert der und wie kann man den besser machen. Dann haben wir aber auch Phasen, da wird gestaltet und das passiert dann normalerweise am Computer oder da wird ein Bericht geschrieben, eine Analyse geschrieben, eine Präsentation gemacht, recherchiert. Also es kommt tatsächlich auf das Projekt an und auf die Arbeitsphase, in der man gerade ist. Ich glaube, alle, die hier bei uns arbeiten, und da legen wir sehr viel Wert drauf, sind Problemlöser. Also wir haben niemanden hier, der sagt, das ist mein Tool und mit dem löse ich alles. Sondern wir gucken immer, dass wir Leute finden, die offen dafür sind, ein Problem zu verstehen, also die zuhören können und die sich eindenken wollen. Und die dann anschließend gucken, was sind denn die richtigen Tools oder was sind die richtigen Methoden, um jetzt dieses konkrete Problem zu lösen. Das haben wir bei den Engineers ganz stark natürlich. Da muss man gucken, was brauche ich hier jetzt gerade und wie kann ich das da reinbauen und was soll es überhaupt können. Und vielleicht gibt es auch einen Kostenrahmen, in dem man bleiben muss und bestimmte Anforderungen. Das haben wir aber auch bei den Gestaltern, die sagen, gut, wir haben jetzt hier was Kleines, was wir machen müssen, das machen wir mit unseren normalen Tools, aber manchmal haben wir auch Projekte, die laufen ein Jahr oder zwei. Und da ist es schon wichtig, dass man sich auch seine eigenen Tools entwickelt, weil das dann längerfristig gesehen angenehmer ist, damit zu arbeiten, effizienter und effektiver. Also unser Team besteht im Groben aus ein Drittel Engineers und zwei Drittel Produktgestaltern und aber auch normalen Interaction Design, Visual Design und Service Design Menschen. Und wir haben sogenannte Projektleads, das sind aber Experten aus den jeweiligen Bereichen. Also wir haben bestimmte Arbeitsschwerpunkte, die wir machen, zum Beispiel im Bereich Healthcare sind wir ganz aktiv. Dann haben wir im Bereich Mobility Themen, Industrie 4.0 natürlich ganz stark. Und die Leads, also Projektleiter, haben sozusagen dann zum Beispiel einen technischen Hintergrund, arbeiten aber in einer von diesen Units. Also das ist dann ein technischer Projektleiter mit einem Schwerpunkt im Bereich Mobility zum Beispiel. Und ein Team kann bei uns je nachdem nach Anforderungen skalieren in der Größe von, das sind 2 Leute bis zu, das sind 8 Leute. Das ist so, glaube ich, in etwa das größte Team, was wir gerade haben. Und je nachdem, wie viel Aufwand das in der Koordination braucht, haben wir dann 1 oder 2 Projektleiter, die gucken, dass es fachlich betreut ist. Die aber auch gucken, Budgetierung, Staffing, also Personalplanung machen. Die gucken, was braucht der Kunde, Kundenkommunikation zum Teil machen, nicht ausschließlich, aber zum übergeordnet. Und all diese Dinge dann betreuen. Wir haben aber auch noch Direktoren für die einzelnen Bereiche. Also wir haben dann einen Direktor zum Beispiel im Bereich Mobility oder im Bereich Participatory Health heißen die bei uns. Oder auch im Bereich Engineering, das ist dann meine Rolle. Und wir gucken nochmal auf einer übergeordneten Ebene dann auf die Projekte. Also wir sehen zu, dass die Qualitätssicherung da ist, dass die Themen aber auch übergeordnet betreut werden. Also wir haben da 2 Ansätze, glaube ich, kann man so sagen. Das eine ist, wir haben ganz klassisch ein Weiterbildungsbudget. Das ist pro Mitarbeiter, das sind 750 Euro. Über die verfügt der Mitarbeiter selbst. Wir haben aber zum Beispiel auch im letzten Jahr vom Pro Jahr. Mhm. Im Engineering-Team gesagt, wir wollen gemeinsam einen Workshop machen. Wir laden einen Experten ein, der kommt 2 Tage zu uns. Und dann hat jeder aus seinem Budgettopf Geld dazu gegeben und wir konnten dann diesen Sprecher einladen. Das ist aber was, das organisieren wir im Team. Ich habe aber auch Mitarbeiter, die sagen, ich möchte gerne auf eine Veranstaltung, die Resonate zum Beispiel, gehen und der kriegt dann, also wenn wir glauben, dass es eine gute Idee ist, dass es was passt, auch was ist, was passt zu uns, also zu der Aufgabe, die wir hier haben,
wahllos irgendeine Veranstaltung würde wahrscheinlich nicht gehen. Aber wenn wir das Gefühl haben, das passt, dann erzahlen wir auch zum Beispiel den Hinflug oder die Übernachtung, alles aus diesem Budget. Aber das ist die eine Seite. In der anderen haben wir natürlich alle Projekte, und ein Großteil der Projekte, die wir haben, sind so anspruchsvoll, dass man kontinuierlich lernt. Also ich kenne, mir würde ad hoc kein Projekt einfallen, wo es nicht irgendeine neue Komponente gibt, in die man sich einarbeiten muss. Und das kann sowohl sein, die Mittel, die wir benutzen, also ob das jetzt zum Beispiel eine neue Hardware-Komponente ist, mit der man lernen muss, umzugehen, oder ob das ein Tool ist, oder auch Zeitmanagement zum Beispiel, Projektmanagement, wie man mit Kunden redet, wie man auch Kundenanforderungen versteht, wie man aber auch kommuniziert, was die Restriktionen sind, die sich ergeben aus einem bestimmten Zusammenhang. Also auf diesen softeren Ebenen lernen wir natürlich auch die ganze Zeit in den Projekten dazu. Also seitdem ich hier bin, und ich glaube, in der ganzen Geschichte von AXS ist niemand gekündigt worden. Die Leute gehen dann aber selbst, wenn sie merken, das passt nicht für sie. Also das ist aber so aus meiner Erfahrung eine relativ normale Fluktuation, die man so hat. Wir haben zum Beispiel ein paar Leute gehabt, die sind zu Startups gewechselt, weil sie gesagt haben, sie haben da jetzt Lust drauf, das mal auszuprobieren. Dann haben wir überlegt, wie können wir denn diese Leute halten, weil das waren natürlich wichtige Mitarbeiter. Und dann haben wir gesagt, gut, wir wollen eigentlich auch so eine Startup-Kultur hier haben. Also wir wollen, das heißt jetzt AXDS Labs, also wir wollen den Leuten eine Möglichkeit geben, ihre eigenen Ideen hier auch bei uns umzusetzen. Und der erste Ansatz war, dass wir einen Hackathon gemacht haben, einen internen, und den Leuten gesagt haben, pass auf, das Gewinnerteam kriegt 3 Monate und ihr dürft euch 3 Monate lang auf diese Idee fokussieren. Und dann war es den Leuten offengestellt, daran teilzunehmen, natürlich. Und es gab auch ein Gewinnerteam und die haben auch 3 Monate lang zu zweit Zeit gehabt, sich dann diesem Thema zu widmen und das weiterzutragen. Was ist dann aus dem Projekt geworden? Ist das dann, hat man dann festgestellt, es ist doch nichts? Oder? Ja, es heißt Hint. Es hat einen Namen, es hat auch eine Website. Mhm. Und es ist auch, soweit ich weiß, jetzt in der nächsten Phase, eben in AXDS Labs, das gab es da noch nicht, als wir das gemacht haben, aber jetzt gibt es das. Und die Aufgabe von den Labs ist jetzt zu gucken, wie können wir dafür Förderung bekommen und wer kann denn dieses Projekt weiter vorantreiben. Weil die beiden Mitarbeiter, die es damals gemacht haben, haben sich entschieden, wieder zurückzugehen zu uns, also sozusagen zu AXDS und wieder in ihre normalen Rollen. Also wir haben so ein paar Hilfestellungen im Laufe der Zeit eingeführt. Zum Beispiel haben wir gesagt, in technischen Projekten, wo es oft schwierig ist einzuschätzen, welche Probleme auf einen zukommen, gerade bei den innovativen Projekten, arbeiten wir immer in Tech-Teams. Also möglichst wird kein Ingenieur alleine gelassen auf irgendeinem Projekt. Es sollen immer 2 sein, damit die sich gegenseitig unterstützen und helfen können. Das ist eine Variante. Die andere Variante ist, dass wir alle 14 Tage ein Developers Exchange haben. Das ist ein Treffen, wo die ganze Firma eingeladen ist, aber normalerweise gibt es technische Themen. Und immer ein laufendes Projekt wird vorgestellt. Und wir haben 2 Stunden Zeit, dann in der ganzen Gruppe da zu unterstützen oder Feedback zu geben oder auch einfach zu lernen von denjenigen, die sich durch so ein Projekt durchgearbeitet haben. Wir haben ein Team-Exchange jeden Dienstag, wo Projekte vorgestellt werden, sodass das Team auch ein Gefühl dafür hat, was läuft denn gerade alles. Wir haben ja viele Projekte gleichzeitig laufen und wo passiert vielleicht irgendwas, wo ich gerade in meinem aktuellen Projekt was von lernen kann oder wo ich jemanden fragen kann, der Experte ist, der mich da unterstützt. Wir haben uns eigentlich von einem ganz klassischen Recruiting-Prozess verabschiedet. Das funktioniert nicht für uns. Wir haben viele Veranstaltungen hier zum Beispiel. Also wir haben, glaube ich, allein in Berlin 4 verschiedene Meetups, die wir hier hosten, zu verschiedenen Themen. Wir haben einmal im Monat an beiden Standorten einen sogenannten Pre-Work-Talk, wo wir uns mit einem Thema beschäftigen. Wir laden dann Speaker ein oder jemand von uns spricht. Und das sind Themen, wir hatten, glaube ich, letztes Mal Fashion Tech, also eher ein technisches Thema. Davor hatten wir schon das Thema Publishing, dann hatten wir, ich glaube, Liebe kommt als nächstes als Thema. Also sind ziemlich offen dafür.
Und es ist natürlich ein Begegnungsort, wo Leute, die Interesse an uns haben, zu uns kommen können und danach mit uns sprechen können. Genauso diese Meetups. Wir gehen auf relativ viele Veranstaltungen und sprechen einfach mit Leuten und kommen so viel in Kontakt mit Leuten, denen wir erklären können, was wir machen, und die dann sagen, oh, das finde ich aber interessant. Wir haben natürlich auch Leute, die uns ganz normal Bewerbungen schicken. Und wenn wir erstmal ein CV, egal jetzt über welchen Weg, in Händen halten, dann haben wir einen dreistufigen Prozess. Das heißt, wir fangen erstmal an mit einem normalen Interview, das ist relativ kurz, wo wir beschreiben, worum geht es hier überhaupt, welche Stelle ist das, auf die du dich beworben hast oder was interessiert dich überhaupt. Und unsere 4-Tage-Woche erklären, das ist ja auch ein Faktor, der nicht für jeden erstmal offensichtlich ist und der auch nicht für jeden machbar ist. Und nach dem ersten Interview gibt es dann den nächsten Schritt. Und das heißt, wir gucken uns die Skills an. Also was sind die fachlichen Qualifikationen, die jemand mitbringt für diese Position? Ist das überhaupt bei uns deckungsgleich, was wir auf dieser Position erwarten? Oder ist es vielleicht auch, sehen wir da jemanden ganz anders? Oder passt dieser Mensch auf was anderes bei uns? Und nach diesem Interview gibt es ein sogenanntes Cultural Fit Interview, wo wir gucken, passt dieser Mensch zu uns? Also passt der in die Art, wie wir arbeiten, passt der in unsere Philosophie, kommt der mit einem Agenturarbeitsleben klar? Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, als in einem großen Unternehmen zu arbeiten. Und wenn wir da alle glauben, dass das passt, dann kriegt jemand von uns ein Angebot. Das ist natürlich schwer zu beantworten, weil das andere gibt es ja so nicht. Unsere Arbeitskultur ist wir sind ein Dienstleister, das ist schon mal, glaube ich, anders als das, wenn man eine Inhouse-Position hat oder in einem großen Unternehmen, im stark hierarchisch strukturierten Unternehmen arbeitet. Das heißt, wir haben einen Kunden, für den arbeiten wir. Das ist unser Auftrag, ja, normalerweise. Manchmal sind wir auch selbst die Kunden, aber das ist eine Ausnahme. Und das heißt, wir müssen erstmal verstehen, was der Kunde braucht und was er will. Und dann gucken wir zum Beispiel im Angebotsprozess, was glauben wir, was ist die Antwort darauf und was ist die Lösung dafür und welchen Prozess schlagen wir vor. Und dann stellen wir anschließend, wenn das alles geklappt hat, ein Team zusammen, was dann auf diesem Projekt arbeitet. Und dieses Team arbeitet relativ autonom. Also es wird begleitet, ich gerade schon mal angedeutet, von einem Director, der fachlich tief drin ist und der sozusagen auf einer sehr hohen Ebene die Qualität garantiert. Aber das Team, zum Beispiel in vielen von unseren technischen Projekten, arbeitet dann mit Scrum und eben auch dann in diesen Scrum-Prozessen relativ autonom. Das heißt, es ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter ganz offen an so Projekte herangehen, neugierig sind, aber auch Verantwortung übernehmen. Also das ist, glaube ich, mit das Wichtigste bei uns, dass hier keiner auf Befehle wartet, die von oben kommen. Das passiert nämlich nicht. Es kommt von oben Unterstützung und es kommt Support. Das muss man anfragen. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder weiß, was seine Rolle ist und was das Ziel ist des Projektes und ein Gefühl dafür hat, was der Kunde braucht. Und dann arbeiten wir da gemeinsam drauf hin. Alle mit offenen Augen. Also angefangen hat es tatsächlich damit, dass wir alle an den gleichen 4 Tagen, nämlich Montag bis Donnerstag, gearbeitet haben. Dann sind wir alle älter geworden und haben Kinder bekommen und haben Leute eingestellt, die schon Kinder haben. Und dann haben wir gemerkt, für die funktioniert das nicht so gut. Das heißt, diese 32-Stunden-Woche wird dann zum Beispiel für Leute mit Kindern auf 5 Tage ausgeweitet. Die arbeiten dann aber nur 6 Stunden am Tag. Aber eigentlich ist schon die Regel, und das sieht man ja auch im Büro, Donnerstag ist Ende der Woche und am Freitag ist es hier ziemlich leer. Homeoffice sind Ausnahmen, also man kann auch mal sagen, ich habe jetzt am Mittwochnachmittag einen Arzttermin, ich gehe früher, ich hole das nach und das kann man dann auch am Wochenende machen. Das ist aber von uns nicht gewollt eigentlich. Also wir wollen nicht, dass die Leute am Wochenende arbeiten. Das ist uns wichtig. Aber wenn jemand meint, er kann dann da ruhiger und besser arbeiten, dann ist es ihm oder ihr selbst überlassen. Ja, also wir haben gemerkt, dass bei Projektarbeiten, dass es wirklich wichtig ist, dass die Leute manchmal zusammensitzen. Deswegen haben wir keine feste Homeoffice-Regelung. Das ist immer ad hoc und auch eher sporadisch. Es gibt, und das ist vielleicht ein Nachteil von einem Open
Workspace, so wie wir ihn haben, hier wenig Rückzugsorte, wenn man konzentriert arbeiten muss. Wir haben die Zellen am Rand, die man buchen kann, und wir haben auch im Keller nochmal Räume. Aber wenn man länger konzentriert arbeiten möchte und das nicht so gut mit Kopfhörern kann zum Beispiel, dann gibt es diese Möglichkeit, eben woanders zu arbeiten. Wir haben aber auch eine kleine Wohnung gemietet, die ist in der Nähe vom Tempelhofer Feld, und da kann man sich dann zum Beispiel auch hin zurückziehen. Auch mit dem ganzen Team, wenn man möchte, wenn man ein bisschen intensivere Arbeitsatmosphäre haben möchte und hier nicht von Office, Huwabo drumherum abgelenkt werden möchte. Wir haben Trello versucht. Trello hat für uns nicht funktioniert. Also wir haben diverse Sachen versucht. Und wir sind jetzt gerade bei Jira und Confluence. Das ist ein relativ etabliertes Tool für Scrum-Prozesse. Und wir haben das, glaube ich, gerade aktuell in 3 Teams. Und das Feedback ist sehr gut. Wir lassen das die Teams selbst entscheiden. Also die können wählen, wie sie arbeiten wollen. Wir empfehlen Jira, wir bieten das auch den Teams an. Wenn sie meinen, sie möchten lieber das auf Boards schreiben oder auf Karten oder in Trello damit arbeiten, dann können sie das gerne machen. Mhm. Ja, wir haben Slack. Okay. Und sei zufrieden damit? Ich habe gerade tatsächlich einen sehr kritischen Artikel über Slack gelesen. Und da sind schon ein paar Wahrheiten drin. Und ich wollte tatsächlich jetzt eine Diskussion, aber ich habe Slack eingeführt und ist, glaube ich, auch wirklich hilfreich auf bestimmten Ebenen, aber es ist schon so, wie in dem Artikel beschrieben, dass es halt viel Aufmerksamkeit zieht und viel Unruhe bringt. Bei mir ist es nicht so kritisch, weil ich sowieso die ganze Zeit unterwegs bin und unruhig bin, sozusagen von meinem Arbeitsvolumen und Stil. Aber es gibt Leute, insbesondere Programmierer, die müssen sich auch mal im Stück 4-5 Stunden konzentrieren können. Und ich kann nicht von ihnen erwarten, dass sie immer ihren Blick auf Slack haben. Das geht nicht. Und deswegen würde ich das jetzt im nächsten Schritt mal diskutieren, gucken, wie wird es wahrgenommen bei uns? Ist es tatsächlich ein Hilfsmittel oder ist es eher eine Ablenkung? Und wenn wir merken, es ist eher eine Ablenkung, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Meine These ist ja, man braucht Spielregeln. Man braucht einfach ein ganz klares Regelwerk. Für solche Kommunikationsprozesse. Ja. Unsere Arbeitskultur. Also, ich glaube, Transparenz ist ganz wichtig. Und Transparenz sieht man auf verschiedenen Ebenen. Also, natürlich haben wir das hier in den Räumen. Man kann durch diese Projekträume gehen und sieht, woran die Teams gerade arbeiten. Seit Dennis ist jetzt wirklich ein Projekt, wo wir wissen, das darf nicht nach außen dringen, dann würden wir einen Raum nicht schließen. Unsere Mitarbeiter können natürlich immer weiterhin rein, aber wir würden ihn von außen nicht einsehbar machen. Aber prinzipiell ist unsere Arbeit für alle Mitarbeiter transparent. Wir haben verschiedene Meetings, die sind offen für alle Mitarbeiter, auch das höchste Meeting, also das Board-Meeting, wo alle Direktoren und die Geschäftsleitung zusammensitzen. Da kann sich jeder zu reinsetzen. Und da werden auch Zahlen diskutiert, strategische Entscheidungen und so. Und dann haben wir, habe ich gerade schon erwähnt, das Team Exchange, das auch nochmal zeigt, woran arbeiten wir gerade, was sind nur Mitarbeiter, was können die, was bringen die mit, stellen sich kurz vor, was gibt es sonst für Themen. Das ist uns wichtig, dass wir alle einen guten Überblick darüber haben, wo wir gerade stehen. Weil wir eine Agentur sind, die im Fluss ist. Also es gibt keinen Ist-Zustand. Es gibt einen Ist-Zustand, der ist aber sehr flüchtig. Das heißt, wir gucken immer, was sind so die Treiber gerade bei uns. Und das können Schwierigkeiten sein, die wir intern in den Prozessen sehen und wo wir das Bedürfnis haben, das wollen wir verbessern. Dann suchen wir eine Lösung, eine schnelle Lösung, prototypen die für uns selbst. Und gucken, hilft sie oder hilft sie nicht. Und wenn sie nicht hilft, dann gehen wir weiter. Und wenn sie hilft, dann machen wir sie noch besser. Und das ist eben das, was dazu führt, dass wir eigentlich keinen Zustand haben, wo wir sagen, das können wir jetzt so in Stein meißeln. Das wollen wir aber auch. Und wir merken, dass unsere Arbeitsweise und die Anforderungen der Umwelt, also Umwelt in diesem Fall unserer Kunden, dieses Lebensraums, in dem wir uns bewegen,
sind ja nicht losgelöst von der Welt, sondern wir sind ja eingebettet in die Welt. Und wir merken, dass da so viele Änderungen selbst passieren, dass wir darauf reagieren müssen. Und wir können nicht statisch sein, weil wir sonst uns die Möglichkeit nehmen, reagieren zu können. Und das ist uns ganz wichtig. Die Großzahl der Leute, die jetzt hier gerade im Büro sitzen, sind festangestellt. Wir haben einen Freelance-Pool, mit dem wir zusammenarbeiten, wenn wir zum Beispiel bestimmte Skills brauchen, die wir selbst nicht haben. Dann holen wir uns einen Experten dazu und der arbeitet dann im Team bei uns mit. Wir haben aber auch manchmal einfach gerade der Fall zu viele Projekte für zu wenig Mitarbeiter. Und dann ergänzen wir das Team punktuell. Was wir aber versuchen zu vermeiden, ist, eine reine Freelance-Agentur zu sein. Also das würde nicht funktionieren, aus diversen Gründen. Also Wissen, dass in der Agentur bleiben soll, ist ein ganz großer Punkt natürlich. Wir wollen ja Erfahrung sammeln, wir wollen ja, dass wir immer besser werden. Und das kann man nicht, wenn das Wissen durch Freelancer nicht verloren geht, aber nicht bei uns bleibt. Mhm. Also wir haben ein Wiki, was schon seit, glaube ich, 2007 besteht. Also entsprechend umfänglich ist das. Und da haben wir einen Teil unseres Wissens. Wir übertragen das aber gerade auf unsere Website, die gerade neu gebaut wird. Und versuchen, also wir machen nach jedem Projekt ein Review mit dem ganzen Team und gerne auch mit dem Kunden zusammen gucken, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was können wir beim nächsten Mal besser machen, was haben wir gelernt. Das wird im Team besprochen und dann auf Trello festgehalten. Zum Beispiel, jedes Projekt hat da auch eine Karte. Aber unser Ziel ist es eigentlich, das auf einer Metaebene zu reflektieren und eine Geschichte daraus zu machen. Also eine Geschichte, die verschiedene Punkte berührt und die wir dann zum Beispiel auch mit Projektdokumentationen oder mit Bildern, mit kleinen Videos auf der Website sammeln können. Einige Sachen davon werden wir nach außen zeigen können, andere nicht. Die sind für uns intern. Aber es ist uns wichtig, dass nicht Wissen nur so punktuell gesammelt wird und es dann niemand mehr findet in irgendeinem Wiki, sondern dass wir das abstrahieren und wirklich gucken, was haben wir als Team daraus gelernt. Wir haben tatsächlich eine Abstimmung gemacht zu dem Thema im Engineering-Team und wir haben gefragt, wollen wir im Team die Gehälter offenlegen. Das hätte auch meins beinhaltet. Und die Mehrheit hat sich dagegen entschieden. Das heißt, es gibt die Offenheit dafür, aber unsere Mitarbeiter haben mehrheitlich gesagt, nein, das ist mir zu persönlich und zu privat, das möchte ich gerne in einem Gespräch verhandeln. Von daher sind das ganz normale Gehaltsverhandlungen, die wir haben. Gehaltsbänder pro Rolle. Mhm. Da ist ein bisschen Spielraum drin, aber wenn wir glauben, jemand geht jetzt zum Beispiel von einem Regular auf einen Senior, dann wird das Gehalt auch an diesem Band entlang angepasst. Das sind jetzt keine absolut freien Gehaltsverhandlungen, die wir da führen, sondern die bewegen sich immer in diesen Bändern, um eben auch fair zu bleiben. Wenn hier jemand seit 3 oder 4 Jahren arbeitet, der hat natürlich eine andere Gehaltsentwicklung, als wenn jemand von außen reinkommt. Und da wollen wir wirklich, das ist uns wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, das ist da auf Augenhöhe und das ist fair. Also Mut, sicherlich. Dann ein breites Interesse an der Welt. Also Neugierde ist da, glaube ich, ganz weit vorne. Und das heißt, wir sind ja auch sehr verspielt. Also wir testen gerne neue Sachen. Ich kann jetzt immer wir sagen, weil das ist tatsächlich so. Wir testen gerne neue Sachen, wir probieren gerne Sachen aus. Und es ist wichtig, dass wir da Erfahrungen sammeln. Und das wollen wir eigentlich auch alle. Und dieser Mut heißt dann eben auch, wenn ein Projekt reinkommt, dann probieren wir neue Sachen aus. Und das kann gut gehen. Das tut es in vielen Fällen. Das kann aber auch mal schwierig werden, eben weil man sich in Neuland gewagt hat. Und da ist es uns zum Beispiel ganz wichtig, dass wir Fehler machen dürfen. Also wir erlauben natürlich allen Mitarbeitern, ein Wagnis einzugehen und das Wagnis dann kann auch mal schief gehen. Und da ist es uns wichtig, dass wir eine Supportstruktur haben, wo wir sagen, okay, das ist vielleicht nochmal eine weitere Kennzeichen unserer Mitarbeiter, dass
wir relativ früh den Finger heben und sagen, hier ist was, da fühle ich mich nicht sicher. Also eine gewisse Offenheit und vielleicht auch dann Mut zuzugeben, dass man etwas nicht kann oder dass man sich unsicher fühlt. Und weil wenn wir das nicht machen, dann laufen diese Projekte irgendwann vor die Wand und keiner hat es gemerkt und jemand fühlt sich ganz furchtbar schlecht und hat die alleinige Schuld. Und wir wollen wirklich keine Schuldzuweisungen und wir wollen auch nicht, dass jemand sich schuldig fühlt, sondern wir wollen Sachen ausprobieren und dann gegebenenfalls im Team unterstützen oder extern auch Unterstützung holen, um das Projekt mit dem Wagnis, das wir eingegangen sind, auch zu schaffen. Also davor, da war ich aber noch nicht bei der Firma, waren wir ja in Mitte. Das war, glaube ich, auch schön in der Brunnenstraße. Das ist natürlich eine schöne Atmosphäre hier und dieses Büro spiegelt ja auch viele unserer Werte wider. Also das hat Substanz hier, das hat eine Geschichte, das hat einen Charakter und es hat was Raues. Es war mal eine Werkstatt und es ist jetzt wieder eine Werkstatt. Etwas anders als vorher, aber trotzdem. Und das passt natürlich ins Image, hier jetzt in Kreuzberg und in diesen Höfen zu sein. Aber ich glaube tatsächlich, das ist schön so zu haben, aber es muss nicht sein. Unser Münchner Büro ist zum Beispiel nicht in einem Innenviertel, ein bisschen weiter abgelegen, trotzdem sehr schön. Also da ist es uns wichtig, dass die Räume schön sind, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass sie hier gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen, dass man auch mal rausgehen kann und was Gutes zu essen findet, das ist uns da, glaube ich, wichtiger. Wir sind eine Firma, also das ist ganz klar zu beantworten. Es gibt zwar das Büro in München und es gibt das Büro in Berlin, aber die sind nicht getrennt. Das heißt, wir haben auch wenige Projekte, wo Teammitglieder aus beiden Standorten mitarbeiten. Wir haben gemerkt, das ist schwierig, insbesondere bei längeren Projekten, weil die zwischenmenschliche Kommunikation doch nur schlecht vermittelt wird über Videokonferenzen zum Beispiel. Das hat aber dazu geführt, dass wir uns zum Beispiel hier in Berlin jetzt eine Wohnung gemietet haben. Das heißt, Teammitglieder aus München für ein Projekt können auch mal hochkommen und bleiben dann hier in dieser Wohnung, die eben nicht ein Hotel ist und nicht irgendein Airbnb, sondern die auch schön ist und wo man gerne auch mal eine Woche oder zwei verbringt. Also wir laden die Leute dann hierher ein oder fahren selbst nach München. Wir versuchen aber, Teams wirklich aus einem Standort zusammenzustellen, wenn es geht, damit die da effektiver zusammenarbeiten können. Weil Reisen ist ja natürlich auch immer eine Belastung. Und das kommt auf das normale Agenturgeschäft dann on top. Und das ist für Mitarbeiter sehr anstrengend. Und so nur eigentlich.